Falls Sie DKB-Kunde sind oder mit den Gedanken spielen, dort Kunde zu werden, dann bleiben Sie jetzt bitte dran. Denn das, was diese Nacht hier passiert, habe ich so noch nicht erlebt. Es wurden am Abend heute bei uns Links gepostet. Sie kennen unser Spezialportal. Man kann jeden Artikel kommentieren. Und da wurden Links gepostet zu einer Sharing-Plattform, einer englischen und amerikanischen, wo ein Dokument hochgeladen wurde mit Konditionsänderungen von der DKB. Auch unsere Mastermind-Gruppe, die wir haben, hat dieses Dokument gepostet gehabt. Und ich habe eben mit dem telefonischen Kundenservice von der DKB telefoniert. Das ist ja echt der klasse Vorteil in der Bank, dass man zu jeder Uhrzeit jemand Gutes erreicht, der ihm Auskunft geben kann. Und mir wurde bestätigt, dass es echt, also es wird auf jeden Fall Konditionsänderung geben. Ich habe mir das Dokument angeschaut und ich kann sagen, aus meiner Erfahrung, das sind die größten Konditionsänderungen, die ich bei der DKB in den 12 Jahren erlebt habe. Und wir gehen sie die Übersicht durch. Es sind leider nicht alle Details bekannt. Aber man hat mir gesagt, es wird morgen im Online-Banking eingestellt oder morgen sind mehr Informationen bekannt, was heute Nacht schon bekannt ist, dass das Konto besser bleibt. Was für eine nette Marketingformulierung, das hilft uns noch nicht weiter. Aber es bleibt kostenlos und da fällt mir ein Stein vom Herzen, weil meine Sorge war auch, was passiert, wenn das Konto, wir wissen das, wir haben darüber berichtet, mehrere Banken haben Gebühren eingeführt oder sonst irgendwas eingestellt, diesen Gehaltseingang und für die Postbank von 3.000 Euro oder Geldeingang bei der Postbank von 3.000 Euro eingestellt. Das bleibt. Es bleibt weiterhin das kostenlose Girokonto, es bleibt weiterhin die kostenlose DKB Visa Card, es wird weiterhin eine Guthabenverzinsung geben und was Neues ist, ein zusätzliches DKB Visa Tagesgeld. Das ist natürlich spannend. Bisher hatten wir jetzt die zwei Visa-Cards, wenn man die genutzt hat. Jetzt kommt scheinbar eine Vereinfachung dazu. Es wird ein kostenloses Notfallpaket geben. Da bin ich als Reisender, wer uns länger verfolgt, weiß, ich reise gelegentlich, sehr gespannt drauf, wie die Details aussehen, was da drin ist. Kartenkasko ohne Selbstbeteiligung sagt mir jetzt erstmal noch nicht so viel, aber da müssen wir dann auch schauen, wenn die Details bekannt sind. Weltweit kostenlos Bargeld abheben. Ja, das Limit von 1.000 Euro war auch bisher. Die 50, das mag sein vielleicht, weil die ist jetzt hier anders farbig markiert. Weltweit, und das ist das, wo ich mich richtig drauf freue und auch richtig, richtig Danke sagen möchte. Einmal an die Bank, aber auch an die vielen smarten Bankkunden und Leser, die uns unterstützt haben. Weil wenn Sie ein bisschen bei unserer Timeline zurückgucken, werden Sie finden, dass wir das angeraten haben, dass wir das empfohlen, gefordert haben, das Auslandseinsatzentgelt abzuschaffen. Und hier steht es, und das ist ja mein Lieblingssatz in der ganzen Präsentation, Abschaffung des Auslandseinsatzentgelts von 1,75% bei der Zahlung in fremder Währung mit der DKB Visa Card. Das ist richtig klasse. Fehlen mir fast die Worte. Gehen wir lieber weiter, bevor ich zu sehr ins Schwärmen komme. Spannend hier, wer bekommt das Angebot? Und diese Folie, die habe ich jetzt mehrmals gelesen. Und ich lese jetzt einfach vor, so wie sie dasteht. Wir wollen Kunden mit Geldeingang privilegieren, ohne dabei Kunden ohne Geldeingang zu diskriminieren und denken, dieses Vorgehen passt zum sportlichen Charakter der DKB. Alle Neukunden, die jetzt, das ist vielleicht spannend, wenn Sie jetzt noch Kunden werden wollen oder mit dem Gedanken spielen, von einer anderen Bank, die Kontoführungsgebühren hat, zu einer Bank zu wechseln, die definitiv sagt, bei uns bleibt das Konto kostenlos, wird die DKB für Sie eine sehr gute Wahl sein. Alle Kunden ab dem 1.12. Sind für jeweils 12 Monate solche Aktivkunden und alle Bestandskunden sind auch, das ist der gleiche Zeitraum bis zum 30.11.2017, auch Aktivkunde. Aktivkunde ist man, wenn man einen Geldeingang von 700 Euro oder mehr monatlich hat. Und der Unterschied jetzt, jetzt müssen wir nochmal eine Folie runtergehen, das andere sind wahrscheinlich sonstige Kunden wahrscheinlich. Es gibt nämlich jetzt einen Unterschied, und zwar aktive Kunden stellen wir dauerhaft besser. Alle Kunden können ein Jahr die Top-Konditionen und Leistung des DKB Cash profitieren. Das heißt, dass der Unterschied auf jeden Fall ist für diese Aktivkunden, dass sie kostenlos Geld abheben und kostenlos bezahlen können weltweit. Und bei den anderen scheint es europaweit euroweit zu sein. Unsere gemeinsame Währung plus Schweden und Rumänien. Das ist erstmal der Unterschied. Das ist die Abschlussseite.
Vielmehr ist jetzt noch nicht bekannt. Auch ich habe auch in die Foren gelesen, also einmal in unserem eigenen, aber ich habe auch in andere geguckt. Es sind noch ein paar Fragezeichen da. Da werden wir morgen einfach mehr wissen. Es wird auf jeden Fall morgen ein weiterer Artikel gehen. Also kommen Sie bitte auf unser Spezialportal zurück, wenn Sie um sich weiter zu informieren. Was wir auch schnell, was wir noch umgestellt haben, wir haben ja für Samstag ein Webinar geplant, um unseren Bankkundengeld zu besprechen. Das Thema, das ändern wir, das stellen wir zurück, weil das ist jetzt einfach spannender. Bis zum Samstag werden wir auf jeden Fall mehr wissen. Und an der Stelle auch vielen Dank an Martin und Elisa, die ich beide informiert habe, dass wir schnell noch was umstellen müssen, weil wir haben ja jetzt ein Newsletter vorbereitet und wir haben dieses Video gemacht und diesen ersten Artikel, das, was wir schon wissen, gerade das mit dem Auslandseingeld, soweit vorbereitet, dass es jetzt noch in der Nacht rausgeht. Und alles weitere sehen Sie morgen. Wahrscheinlich machen wir da auch nochmal einen neuen Videoclip. Der Artikel wird wahrscheinlich schneller sein. Sie wissen, das mit dem Video ist wesentlich aufwendiger, auch wenn es jetzt nicht groß geschnitten wird. Das geht dann einfach online heute. Wenn Ihnen das gefallen hat soweit, dann, dass wir die kleine Nachtschicht eingelegt haben, machen Sie bitte einen Daumen nach oben, empfehlen Sie das weiter und wir sehen uns dann morgen wahrscheinlich mit mehr Informationen. Ich bin auch echt gespannt, was sich hier alles entwickelt. Soweit, vielen Dank und bis morgen.